Namaste, grüß Gott und willkommen zu Richtig Sitzen, Stehen, Liegen. Mein Name Peter Lichtlächeln und heute wieder mit der wundervollen Yogalehrerin Lisa. Und jetzt geht's auch schon los. Richtig sitzen. Setz dich ganz bequem auf ein Kissen oder gerne direkt auf dem Boden. Du kannst jetzt wie ich in den Lotussitz kommen, für die meisten völlig ungeeignet. Achte darauf, dass du dich immer wohlfühlst, dass wenn es irgendwo sticht, dass du die Stellung verlässt und dass du immer auch aufrichtig dir selbst gegenüber bist. Du kannst sehr gerne wie die Lisa in den halben Lotussitz kommen. Du kannst natürlich auch in den Schneidersitz kommen. Das ist für viele sehr geeignet. Wenn die Knie jetzt so in der Luft sind, kannst du auch unter jedes Knie ein Kissen drunter legen. Eine weitere Möglichkeit ist dann der Fersensitz. Das heißt, du kannst dich auf ein Sitzenkissen oder auf ein Kissen setzen oder auch direkt auf die Ferse. In meiner Yoga-Karriere habe ich anfangs mit drei Kissen gestartet und es war auch okay. Achte einfach darauf, dass deine Wirbelsäule richtig schön aufgerichtet ist. Denk an den goldenen Faden, der Scheitel strebt Richtung Himmel. Schau, dass die Schultern nach hinten unten streben, dass das Herz schön geöffnet ist, dass die Hände entspannt auf dem Schoß liegen oder im Schoß oder auf den Oberschenkeln. Kannst auch manchmal die Arme noch so ein bisschen zurückgeben. Wenn die Hände nach unten geöffnet sind, ist es eher ein bisschen erdend und wenn sie nach oben geöffnet sind, eher inspirierend. Spür auch dort mal rein. Schließ dann deine Augen und atme ein paar Mal entspannt ein und aus. Spür rein, dass du ganz bequem und aufrecht da sitzt. Ausatmen, lass die letzten Spannungen noch los. Schau, wo kann ich noch ein bisschen mehr loslassen? Kleines bisschen mehr im Körper entspannen. Wie ist meine Haltung? Spüre auch den Kontakt mit der Unterlage, die Kontaktpunkte. Lass dich ausatmen, dort hineinsinken. Nimm gleichzeitig auch die Öffnung nach oben wahr. Der Scheitel strebt Richtung Himmel. Die Wirbelsäule wird ganz lang. Das Herz weit geöffnet. Eine wunderbare Methode und gute Vorbereitung, wenn man richtig sitzt, für die Atemübungen und für die Meditationen. Und jetzt kommen wir dann zum richtigen Stehen. Komm nach oben zum Stehen in achtsamen, anmutigen Bewegungen. Du kannst die Beine schließen. Bei meinen O-Beinen ist es ein bisschen sinnvoller, die Beine zu öffnen oder auch bei einer breiteren Frauenhüfte kann es mal sinnvoll sein, die Beine ein bisschen weiter auseinanderzugeben. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass du einfach hier mit beiden Füßen gleichermaßen am Boden stehst. Spür mal rein, ob das Gewicht mehr auf dem linken Bein, mehr auf dem rechten ist und verteile das Gewicht dann gleichermaßen. Kann auch sein, du gehst so ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten. Kannst auch gerne die Augen schließen und komm dann an in deiner Mitte. Kann auch sein, dass die großen Zehen leicht zueinander zulaufen. Und dann fächer mal noch die Zehen auf. Zehen schön weit machen und dann Schritt für Schritt einzeln aufsetzen. Spür den Kontakt zum Boden. Die Knie sind ganz entspannt.
ganz locker, dass die Energie hier auch richtig schön durchfließen kann. Die Hüfte kippt leicht nach vorne oben. Und dann stell dir hier einen goldenen Faden vor, der hier vorne am Schambein angebracht wird. Und jetzt ziehst du an diesem Faden und das Schambein geht nach vorne oben, das Steißbein strebt nach hinten unten. Wenn du das Ganze üben möchtest, kannst du dazu auch ein Wort sagen und ich nenne es Hook. Das heißt, du ziehst an dem Bändel und machst gleichzeitig Hook, Hook, Hook. Genau, das ist die Bewegung. Also auch gerne, wenn du im Aldi an der Kasse stehst, gerne mal an die Hook-Bewegung denken. Okay, dann einatmen, nimm die Schultern nach oben. Ausatmen, lasse nach hinten unten fließen. Die Schultern sind weg von den Ohren. Der Brustkorb weit geöffnet. Achte drauf, auch hier die Wirbelsäule schön aufzurichten. Denk auch hier an den goldenen Faden. Die Arme hängen ganz entspannt neben dem Körper oder können auch gerne mal nach vorne, so mit den Handflächen geöffnet sein. Acht mal im Alltag drauf, wie es sich für dich anfühlt, wenn du vielleicht die Arme verschränkst oder nur auf einem Bein stehst. Und acht dann immer wieder drauf, wie ist meine Haltung. Bau von unten auf, so der Tipp. Spür die Fußsohlen, spür die Knie, Hüfte kippt hoch, Brustkorb geöffnet, Schultern weg von den Ohren, Kinn parallel zum Boden. Dann schließ die Augen und atme auch hier ein paar Mal tief ein und aus. Einatmen, frische neue Energie zu dir nehmen und ausatmend loslassen. Immer wieder schauen, wo kann ich noch ein bisschen mehr entspannen, wo halte ich noch fest. Es gibt nichts festzuhalten. Bleib präsent, bleib offen, spür die Stabilität. Und spür nochmal einen Augenblick zu deinem Herzen hin. Atme entspannt ein und aus. Bin ich entspannt, atme ich ruhig. Wie ist meine Haltung? Ich bin entspannt, ich atme ruhig, tief und gleichmäßig und bin aufgerichtet und fühle mich wohl. Wenn du mal stöhnen oder seufzen musst, mir passiert es halt immer wieder, dann mach's. Lass einfach los, genieße es, üb auf deine Art und Weise. Und bleib da, bleib präsent, bleib bei der Sache. Und dann freu dich auf das richtige Liegen. So komm ganz entspannt in die Rückenentspannungslage. Leg dich einfach mal auf den Rücken. Die Beine circa mattenbreit auseinander. Die Zehen fallen hier ganz locker nach außen. Deswegen auch variiere hier gerne. Viele liegen ja so da, da ist die Hüfte sehr geschlossen. Es ist einfach zu viel Spannung, zu viel Muskeltonus da. Variiere hier, wie weit ist es angenehm, die Beine nach außen zu geben und lass die Zehen ganz locker fallen. Wenn es im unteren Rücken ziehen sollte, dann kannst du gerne auch unter jedes Knie ein Kissen geben. Und jetzt ist der Rücken richtig schön entspannt. Die Arme neben Körper, die Handflächen können nach oben zeigen. Die Achselhöhlen sind frei und die Schultern weg von den Ohren. Der Kopf liegt ganz entspannt in der Mitte, Kinn leicht zum Brustkorb geneigt. Wenn es dir jetzt kühl wird, dann kannst du auch gerne eine Decke nehmen und dich zudecken.
Spüre rein, dass du jetzt ganz bequem da liegst. Eine Variante wäre auch noch, einfach mal die Füße vorm Gesäß aufstellen oder auch ein Polster nehmen, vielleicht auch eine zusammengerollte Decke. Achte darauf, dass du jetzt auch wieder ganz wohlig entspannt da liegst. Wenn du möchtest, schließ die Augen, atme ein paar Mal tief, entspannt in den Bauch ein, die Bauchdecke hebt sich und aus, die Bauchdecke senkt sich. Schau, wo kann ich noch ein bisschen loslassen, wo kann ich noch ein bisschen mehr entspannen, wo halte ich vielleicht noch fest? Unterkiefer, Gesicht, die Arme entspannt, der ganze Körper entspannt. Und mit jedem Atemzug entspannst du noch tiefer, lässt du noch mehr los. Atme und spüre. Lass dich mit jedem Ausatmen noch tiefer in die Unterlage hineinsinken. Einatmen tief und ausatmen lang. Einatmend lächle ich mir zu, lächel dir mal zu. Und ausatmend lasse ich alles los. Einatmend verweile ich im gegenwärtigen Augenblick und ausatmend spüre ich, dies ist ein wundervoller Augenblick. Einfach noch einen Moment genießen. Sadele, das war richtig. Sitzen, stehen, liegen. Vielen Dank. Namaste. Bis zum nächsten Mal.